So, eine Sache noch dazu. Wir machen wieder den ballnahen Spieler. Den ballnahen Spieler. Wer ist der ballnah? Wo ist der ballnah? Merlin hat den Ball. So, wir spielen mit dem ballnahen Spieler an. Nur Merlins Aufgabe ist jetzt, ne, sind zwei Gegenspieler. Du musst jetzt immer hier durch dieses Hütchentor spielen. Das heißt, wenn Merlin dich verarschen will und sagt, ah, alles klar, ich habe Wolle endlich da und steht hier, dann musst du dahin. Ja, also ihr müsst jetzt da durchspielen. Geh mal einmal bitte dahin. Einmal da, zack, wieder Auftragsaktion, nimmt seinen zweiten Spieler mit. Genau, wieder durchs Hütchentor spielen. Weil er hier, der Gegenspieler nachher im Spiel, der soll bewegt werden. Der darf euch nicht verteidigen. Und dafür müsst ihr immer einen Schritt schneller sein als der andere. Immer. Okay, noch einmal. Und wieder den ballnahen Spieler anspielen. Okay, komm. Hopp. Durchs Hütchentor, zack, zack, zack. Und wieder den ballnahen Spieler. Und wenn ihr merkt, es ist zu schnell, könnt ihr ruhig Tiki-Taka eben zwei, dreimal in eurer Gruppe machen. Komm, hier muss der Ball flüssig laufen. Komm, zack, zack, aufdrehen, anspielen, klasse. Weiter weg vom Hütchen, ihr seid zu, na, ihr seid ein bisschen zu faul da hinten. Ihr müsst arbeiten, 2, 3 Meter weg. Kleine, schnelle Schritte. Gut, gut, gut. Komm, am Ball noch besser laufen. Sieht gut aus. Jawohl, wieder durchs Hütchentor. Raum schaffen, wieder arbeiten. Ihr müsst den Gegenspieler bewegen, dass er euch nicht verteidigen kann. Klasse, klasse. Okay, komm, lass mal laufen. 10, 12 Mal, ohne dass irgendwie Schnitt reinkommt jetzt in den Ball. 10, 12 Mal muss die Kirsche laufen. Tick, tick. Zwischen den beiden Hütchen. Jawohl. Und Ball entfernt, da wird Ball nah, Spieler. Gut, gut. Denk an den rechten Fuß. Jawohl. Komm, hopp. Tick. Gut. Ja, sieht gut aus. Okay, danke.